Tom Stocktime, Folge 527. Aus der Konzernwelt raus. TomStocktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem sonnigen Mexiko, hier wieder von der legendären Baja California, und meine Leitung geht heute nach Deutschland, genauer gesagt ins Herz der Republik, nach Berlin. Bei mir im Interview ist heute der Jens Jennissen. Jens, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, freue mich. Hallo Jens. Jens, du hast 2013 deine erste Firma gegründet, weil dir waren die ganzen Produkte wie Altersvorsorge und so weiter, alles was es da gab, war dir zu langweilig. Und ich meine mal ganz ehrlich, auch auf mich wirkt einfach der Begriff Altersvorsorge, der hört sich so stinklangweilig an. Da musste man, glaube ich, wirklich mal was machen. Und du hast die Plattform Fair.de gegründet mit noch zwei weiteren Gründern, die du ins Boot geholt hast, weil du einfach wolltest, dass Altersvorsorge wirklich planbar ist und nicht einfach aus dem Regal sich irgendwas gekauft wird, irgendwas abgeschlossen wird, in der Hoffnung, dass das im Alter irgendwann mal aufgeht, sondern du wolltest einfach sehen, was hast du, wie entwickelt sich das, ist das wirklich das richtige Produkt für mich? Hast dann eben, oder bist dann eben mit deiner Plattform gestartet und ja, hast einen recht guten Erfolg damit hingelegt. Ist das so als grober Überblick über dich richtig? Das ist richtig, genau. Wir haben damals gesagt, das Thema ist zwar natürlich langweilig irgendwo, aber ist auf der anderen Seite auch viel zu wichtig, als dass man das Feld den klassischen Anbietern und Sales-Leuten lassen darf, und haben gesagt, da müssen wir selber was machen. Absolut, ja. Also das ganz klar. Ich meine, so langweilig das Thema ist, umso wichtiger ist es, weil da sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren, dass zumindest die jüngere Generation, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die eine normale staatliche Rente bekommen und damit auch leben können oder davon leben können, ist nicht allzu hoch, sagen wir es mal so, wenn wir nett sein wollen. Genau, das wird nicht reichen. Ja, genau. Cool, aber wie gesagt, das war natürlich nur ein kleiner Überblick. Erzähl dann noch mal ein bisschen mehr über dich, damit wir dich was besser kennenlernen. Vielleicht kurz was Privates. Wer ist der Jens als Privatperson? Und dann anschließend noch was über dein Business. Ja, also ich bin Kölner, liebe Karneval, Fußball auch manchmal, nicht immer, dieses Jahr ist eher schwierig, letztes Jahr war es eher gut, aber es ist auch eine lange Leidensgeschichte mit dem FC in Köln, und bin jetzt seit 4 Jahren hier in der Hauptstadt wegen Fair damals nach Berlin gezogen, weil es einfach der Standortvorteil für uns war, hier die Firma zu gründen, und fühle mich hier auch sehr wohl. Irgendwie viele Parallelen auch zum Rheinland. Ist auch ein sehr freier, lockerer Umgang hier in Berlin, und das ist schön. Mhm. Okay, und habt ihr Ende 2013, hast du, beziehungsweise der ursprüngliche Gründer warst, glaube ich, du, oder? Genau, ich bin losgelaufen mit dem Plan für Fair.de, aber aus dem persönlichen Anreiz heraus, dass ich in meiner vorigen Tätigkeit als Händler hatte ich eben viele Altersvorsorge-Lösungen schon, ja, also Riester, Rürup, eine Lebensversicherung, alles, was man halt so haben kann, weil man damit ja auch prima Steuern sparen kann. Das sind ja die Anreize, die der Staat dann auch setzt. Und hatte alle diese Produkte und habe dann eben gemerkt, dass diese Produkte furchtbar sind und auch die Kosten sehr hoch sind und das eben auch alles nicht online-fähig war. Und habe dann gesagt, okay, das müssen wir anders machen. Bin dann aus meinem vorigen Job rausgegangen und habe dann gesagt, jetzt gründe ich einen neuen Anbieter für Altersvorsorge, der all das besser macht und anders macht. Und habe mir dann zwei Gründer reingeholt, die eben Ahnung von den vielen Dingen haben, von denen ich keine Ahnung habe, also insbesondere Online-Marketing und Tech, weil ich halt von meinem Hintergrund eher BWL und Jura hatte. Und bin halt bis heute da eher der Technik-Faule, der immer froh ist, wenn es überhaupt läuft. Ja, ja, das kenne ich. Also Technik ist auch nicht mein favorisierter Bereich. Ist halt so dieses notwendige Übel, wo man groben Überblick haben muss, aber ich immer froh bin, wenn es da andere Leute gibt, die sich damit echt auskennen. Genau, das machen wir ja immer zum guten Tester für alles, was wir so bauen, weil ich immer wahrscheinlich wie so der normale Durchschnittskunde auch online die Sachen nutze. Und wenn ich das schon nicht checke, dann werden die es wahrscheinlich auch nicht tun. Und deshalb testet man an mir viele Dinge aus. Ja. Okay, das ist gut. So einen eigenen Beta-Tester im Team zu haben, das ist nicht schlecht. Genau. Ja. Was ist denn dann jetzt an Fair.de konkret anders? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als normaler User sage, jupp, ich habe auch kapiert, ich brauche eine private Altersvorsorge. Warum kann ich nicht einfach losgehen und mir jetzt hier, was weiß ich, eins dieser Standardprodukte irgendwo kaufen? Warum macht das Sinn, auf Fair.de zu gehen?
Ja, also der Ansatz ist, dass wir den Leuten ja nicht nur helfen wollen, die schon wissen, dass sie irgendwas tun müssen, sondern es geht ja auch darum, dass du ja auch wissen willst, wie viel du eigentlich sparen musst. Ja? Und du willst natürlich möglichst wenig sparen. Ja? Also jeder möchte das Geld lieber für irgendwas Schönes ausgeben, als jeden Monat sein gesamtes Einkommen in irgendwelche Altersvorsorgeprodukte zu stecken. Mhm. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo wir anfangen. Also wir werden jetzt nächste Woche ein neues Altersvorsorge-Cockpit, wie wir das nennen, rausbringen, das den Leuten erstmal dabei hilft, dass sie erstmal wissen, wie viel staatliche Rente kriege ich eigentlich später, was ja immer noch für die meisten Leute einiges sein wird. Und wie viel muss ich dann eigentlich sparen und wie kann ich gucken, dass ich eben auch durch die Steuervorteile möglichst wenig sparen muss, um halt später trotzdem eine auskömmliche Rente zu haben. Und das kann ich dann eben, das ist dann der zweite Punkt bei fair.de, dann eben mit den Produkten von fair.de machen, die wir eben so aufgebaut haben von Grund auf, dass sie eben besonders kundenfreundlich sind. Das heißt, sind natürlich möglichst günstig. Sie haben auch keine Abschlusskosten, keine Abschlussprovisionen, was meistens ein sehr großer Batzen bei den herkömmlichen Produkten ist. Und sind eben von der Geldanlage auch so aufgestellt, dass eben am Ende möglichst viel Rente rauskommen kann und ich das Geld einfach nicht nur aufs Sparbuch lege, die nächsten 30 Jahre, was eben gerade für die jüngere Generation einfach keine sinnvolle Anlage ist. Ja, das ist richtig. Wie bist du denn dann letztendlich auf die Idee gekommen, da wirklich was Eigenes draus zu machen? Weil auf der einen Seite zu erkennen, ja, ich arbeite in dem Bereich, ich verkaufe diese Produkte, finde es aber ehrlich gesagt nicht prickelnd, bis hin zu einer Lösung zu finden, wie man das besser machen kann. Das ist ja noch ein gewisser Prozess, das kommt ja nicht einfach so, oder? Ja, also ich komme gar nicht aus diesem Bereich direkt. Also meine vorherige Tätigkeit war im Gashandel. Also es war schon viel mit Kapitalmarktanlage zu tun und auch verschiedenen Finanzprodukten, aber es war jetzt nicht direkt die Altersvorsorge, sondern die Altersvorsorge war wirklich als Kunde, ja, dass ich einfach fand, dass die Produkte, die ich hatte, so schlecht waren, dass ich gesagt habe, dass ich möchte bitte bessere Lösungen haben. Mhm. Nur wenn man sich halt die Branche angeschaut hat, vor allem wie sie früher noch aufgestellt war, bevor die Startups, ja nicht nur wir, sondern auch andere, da ein bisschen frischen Wind reingebracht haben, war es eben so, dass eben die Anbieter natürlich für ihre Sales-Leute Produkte aufgelegt haben, die eben mit einer guten Story kamen und die eben auch gewisse Kosten haben, damit diese Vertriebsstrukturen eben genug Geld verdienen können. Und das ist natürlich nicht unbedingt für den Kunden letztlich vorteilhaft. Und wir wollten eben den Kunden wie uns selbst da die Möglichkeit geben, dass man auch online direkt Produkte kaufen kann, ohne die klassischen Kanäle zu nutzen. Ja, okay. Also das heißt wirklich aus Kundensicht eine Lösung gesucht. Also gar nicht der ursprüngliche Gedanke war gar nicht da, als Businessman ranzugehen, sondern wegen, okay, wo ist ein Need im Markt, wo kann ich halt reingehen, sondern es war wirklich die Problemlösung eigentlich für dich selber. Und dann hast du gemerkt, Mensch, wenn ich das Problem habe, haben es wahrscheinlich auch noch 100.000 andere. Ja, genau sowas. Wir haben einfach gesagt, dass, wir bauen uns jetzt mal so ein Altersvorsorge-Ding zusammen. Also ein Riester war unser erstes Produkt. Ja. Und wir haben gesagt, wir bauen uns jetzt unseren eigenen Riester-Branchenplan. Macht natürlich sonst kein Mensch. Ja. Aber wir haben gesagt, das machen wir jetzt mal. Und haben das Produkt eben so gebaut, wie wir eben unser Altersvorsorgeprodukt, unser ideales Altersvorsorgeprodukt uns vorstellen. Und haben dann natürlich gesagt, okay, wenn Sie das so sehen, dann wird es noch mehr Leute in unserer Altersklasse geben. Ja. Die jetzt mal ganz grob definiert, ja, von zwischen 25 und 45, aber in diesem Bereich der Leute, die eben fürs Alter vorsorgen müssen, wird es noch mehr Leute geben, die nach solchen Lösungen suchen und nichts finden. Also können wir daraus auch ein Business machen. Ja, und genauso ist es dann auch abgelaufen. Leuchtet ein, ja. Okay. Was ist das Beste so an deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du tust? Also zum einen natürlich, dass wir schon versuchen und es uns auch zunehmend gelingt, dass wir ja in der Altersvorsorgebranche in Deutschland Dinge ändern können, ja, dass wir Veränderungen anstoßen, entweder weil die Kunden zu uns wechseln oder auch, dass wir durch den Wettbewerb mit den klassischen Anbietern da frischen Wind reinbringen und da vielleicht auch dann sich neue Ansätze zeigen. Das ist jetzt so also aus Firmensicht und was meine Tätigkeit als Gründe angeht, natürlich dass ich natürlich relativ frei bin, zu sagen, in welche Richtung wir jetzt gehen wollen und da eben die Ausrichtung der Firma festlegen kann.
und nicht irgendwie man das folgen muss. Ja. Ich bin hat mein eigener Chef am Ende des Tages. Ja. Etwas Schönes, was ich in meinen vorigen Tätigkeiten in größeren Konzernen nicht unbedingt hatte. Hm. Ja. Wie viele Stunden arbeitest du ungefähr pro Woche? Da lacht er. Das ist eine schwierige Frage für jeden Gründer. Also, ja. Die Stunden, die ich am Schreibtisch sitze, sind da das eine. Das sind vielleicht irgendwas zwischen 50 und 60, manchmal 70. Mhm. Aber dann hat man natürlich auch als Gründer, trotzdem arbeitet man ja irgendwo immer. Also wenn man abends irgendwo hingeht, wenn man irgendwo essen geht, man redet ja dann doch häufig über das Business und was man macht und macht ja auch immer Werbung irgendwo. Und selbst wenn man dann schläft, denkt man darüber nach. Also irgendwo hört es dann auch nie auf. Und das ist auch eine der Sachen, wo man darauf achten muss, dass man dann auch mal abschaltet und sich wirklich Freiräume schafft. Absolut, absolut. Das stimmt, ja. Ja gut, aber das ist halt auf der einen Seite auch wieder das Schöne ja bei einem eigenen Unternehmen, wenn man das selber so ein bisschen mit als, in Anführungsstrichen, auch als Hobby gleichzeitig sieht oder Freizeitbeschäftigung, das ist ja keine wirkliche Arbeit. Also zumindest geht's mir und auch vielen anderen Unternehmern, mit denen ich spreche, die sagen einfach, ja, ich würde es ja so oder so machen. Genau, das ist zum großen Teil richtig. Natürlich, wenn die Firma dann größer wird, dann wird es natürlich auch zu einer richtigen Firma und dann ist klar. Ein bisschen aus dem Hobbycharakter raus. Ja. Das stimmt, aber ja. Grundsätzlich stimmt das. Ja. Habt ihr schon Mitarbeiter? Ja, wir sind jetzt 24 im Team. Oh wow. Ja, also schon gerade im letzten Jahr deutlich größer geworden. Ja. Okay. Hast du so einen Wachstumsschub richtig gemerkt oder ist das von Anfang an, dass ihr in Anführungsstrichen klein gewachsen seid? Also das heißt, erst der erste Mitarbeiter, dann ein paar Monate später der zweite oder gab es dann einmal so einen richtigen Schub, jetzt brauchen wir 10 neue oder? Wir waren sehr lange ein sehr kleines Team. Also neben den drei Gründern waren wir dann erst 1, 2, 3 weitere und haben dann nach einer größeren Funding-Runde dann einen relativ großen Wachstumsschub gemacht, um eben auch das Team aufzubauen, um dann noch mehr, mehr Wachstum quasi schaffen zu können. Okay. Funding-Runde, das heißt, ihr habt Investoren bei euch mit drin? Genau. Also wir haben jetzt mehrere Runden gemacht. Mhm. Wie viele? Gerade eine abgeschlossen, das war die zweite größere und vorher haben wir 2, 3 kleinere gemacht mit Business Angels. Also es waren jetzt insgesamt wahrscheinlich 5 Runden, die wir gemacht haben. Okay. Das heißt, ihr habt Business Angel drin und klassische Venture Capitalists? Genau. Das ist eines der Venture Fonds von Aegon, einem holländischen Lebensversicherer, und das andere ist die IBB hier aus Berlin, als Berliner Venture Capital Fonds. Genau. Okay. Wo ist für dich der Vor- oder Nachteil zwischen Business Angel und Venture Capitalist? Gut, die Venture Fonds bringen natürlich mehr Geld mit. Ne? Da kann man natürlich auch mehr Geld raisen. Und können halt im Idealfall eben auch Hilfestellung geben, ja, beim weiteren Ausbau des Businesses. Ja. Also, sei es Teamaufbau, sei es strategische Ausrichtung, das ist natürlich auch ein Sparringspartner, den die meisten Business Angels ja nicht sind oder nicht haben. Aber auf der anderen Seite, Business Angels sind natürlich eher Leute, die dann auch sehr stark an das Team glauben. Und so gesehen macht es auch immer Spaß, mit denen zu arbeiten. Okay. Würdest du generell diese Mischung empfehlen für neue Gründer, dass man sagt, schau, dass du dir erst irgendwie 1, 2 Business Angels ins Boot holst und dann wirklich einen größeren Kapitalgeber? Oder ist das, muss man das im Einzelfall wirklich betrachten? Also wir haben irgendwo einen relativ klassischen Weg dann auch wieder hinter uns, ja, dass man eben erstmal anfängt mit diesem sogenannten Family and Friends, also dass eben Freunde einmal ein bisschen Geld geben, ja, und dann hat man irgendwelche anderen Business Angels, externe, und dann raised man Geld von Venture Fonds. Allerdings sagt man ja auch immer, und es stimmt ja auch, dass man sich jedes Business gucken muss, ob das auch passt zu einem, ja, also nicht für jeden. Für jedes Business ist jetzt so ein Venture Fonds das Richtige. Es muss dann eben auch zum Businessplan passen, was man machen will. Und unter Umständen reicht es auch, wenn man nur Business Angels hat, ja. Oder es gibt wieder andere, die brauchen direkt so viel Geld von Anfang an, die brauchen direkt die Venture Fonds, damit sie überhaupt zum Start die Millionen überhaupt einsammeln können.
Was ich hin und wieder auch mitkriege, ist, wenn man mehrere Investorenrunden hat, dass dann irgendwann das Fremdkapital so viel Prozent beträgt, dass es für die Gründer nicht mehr wirklich interessant ist. Oder sagen so, dass die Motivation der Gründer dann doch nicht mehr überwältigend ist, weil sie dann halt nur noch mit einer Handvoll Prozent oder sowas dabei sind. Wie ist das bei euch? Braucht ihr noch weitere oder meinst du, ihr braucht noch weitere Investitionsrunden oder sagst du, nö, wir sind jetzt wirklich da, das passt? Das müssen wir schauen. Also das ist jetzt erstmal für dieses Jahr durch das Thema und dann schauen wir nächstes Jahr weiter. Es hängt auch immer davon ab, wie stark man wachsen kann. Ja, ja, und wenn man eben durch zusätzliches Geld schneller wachsen kann, dann ist es ja häufig auch sinnvoll. Ja. Es ist ja sinnvoll, wenn man ein kleineres Stück Kuchen an einem größeren Kuchen hält. Klar. Aber das mit den Anteilen ist, wenn man ein gutes, smarter Geldgeber hat, dann sehen die das auch und achten eigentlich auch darauf, dass die Gründer noch genug Anteile halten, damit sie eben auch noch Lust haben, an Bord zu bleiben. Ja, eben, das ist ja genau darum geht es eigentlich, ja. Ah, ja. Okay. Sind noch alle Geldgeber mit drin oder sind schon welche, haben schon welche einen Exit gemacht? Nee, bei uns sind alle drin. Sind noch alle drin, okay. Glaube ich, eher üblich zu diesem Stadium. Gut, stimmt, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Sind wir jetzt fünf Jahre jetzt, ja. Ja. Ja, das stimmt, ja. Wie viel Prozent haltet ihr als Gründerteam jetzt noch insgesamt? Nach fünf Runden? Ja, noch über 50%. Ah, okay, ja gut, das ist eine recht gesunde Hausnummer, ja. Das ist cool. Ja, okay, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr, wenn ihr noch weitere Runden braucht, dass ihr nicht viel weiter runter geht, dass sich das für euch auch noch dementsprechend lohnt. Oder halt, wenn dann, keine Ahnung, gleich von Google aufgekauft werdet oder von wem auch immer. Ja, ich glaube nicht, dass Google in den deutschen Altersvorsorgemarkt einsteigt. Aber wahrscheinlich nicht, nein. Aber das wäre so der Traum von jedem Gründer, dass einer von diesen Multimilliarden-Companies sagt, hier hast du wirklich 2 Milliarden, ich kaufe dich. Das wäre ganz nett. Ah ja, mal schauen. Ja. Du hattest jetzt eingangs auch gesagt, bei fair.de ist es so, dass der Kunde, der über euch abschließt, dass er keine Provisionen darüber zahlt und dass sich dadurch der Betrag natürlich auch nochmal deutlich günstiger wird bei euren Produkten. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie verdient ihr denn jetzt überhaupt Geld? Genau, also der Kunde zahlt keine Abschlussprovisionen, also nichts, was eben direkt zum Anfang der Kundenlaufzeit dann direkt in die Sparraten schneidet, ja, sodass dann einfach weniger Geld überhaupt ankommt zum Sparen, sondern wir nehmen einfach eine laufende Gebühr, die abhängig ist von der Höhe der Kundeneinlagen und halten das eben für den fairen Ansatz, dass wir eben sozusagen unsere Einnahmen dann auch mitwachsen über die ganze Kundenlaufzeit, ja, und je mehr Geld der Kunde anspart, desto mehr Geld bekommen wir auch. Und haben dadurch eben natürlich auch den Anreiz für uns, dass wir eben guten Kundenservice leisten, dass der Kunde bei uns bleibt und halt mit dem Produkt happy ist. Okay, das ist, finde ich, auch einen ganz coolen Ansatzpunkt, weil gerade dann, wie du schon gesagt hast, gerade dann kann der Kunde eigentlich davon ausgehen, hey, die wollen ja auch weiterhin mein Geld. Das heißt, die werden sich um mich kümmern, gucken, dass die Produkte auch in Ordnung sind oder wenn andere bessere Produkte vielleicht auf den Markt kommen, dass man dem Kunden auch sagen kann, hey, da gibt's jetzt was anderes. Genau, und klassischerweise geht es halt mehr um den Sale, ja, um den Abschluss. Und das ist natürlich ein Anreiz, der für den Kunden wenig Vorteile bietet. Ja, das stimmt. Wie viel muss ich denn so als Kunde, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich bin 40 Jahre verheiratet, habe 2 Kinder, bin Angestellter. Wie viel muss ich denn da so ungefähr einplanen an Altersvorsorge? Das hängt natürlich stark davon ab, von einem Einkommen. Aber man muss schon sehen, dass die staatliche Rente schon noch einen gewissen Teil auch von deinen Alterseinkünften stellen wird. Nicht so, dass wir aus der staatlichen Rente jetzt alle gar kein Geld mehr kriegen werden, sondern das werden schon noch wahrscheinlich 40-45% von einem Einkommen sein. Das heißt, du musst eben eine gewisse Lücke dann aufstocken. Im Alter brauchst du vielleicht auch ein bisschen weniger Geld. Aber sagen wir mal, dass du nur dein Einkommen komplett aufstocken willst, dann bist du wahrscheinlich bei einer Sparrate von mehreren 100 €, aber jetzt im eher niedrigen Bereich. Ja. Sagen wir mal zwischen 100 und 500 €. Damit kannst du in der Regel schon ein gutes Stück von deiner Altersvorsorge aufbauen.
Du musst halt sehen, dass dagegen, ja, du zahlst ja im Monat dann wahrscheinlich schon 600, 700, 800 in die staatliche Rente ein. So gesehen sind vielleicht 300, 400 Euro für die Altersvorsorge gar nicht so viel. Ja, es hört sich natürlich erstmal viel an, ja. Ja, es hört sich viel an, aber ja. Wenn du mit 40 anfängst, dann hättest du eigentlich auch schon früher anfangen müssen. Ja, das stimmt. Und, musst du es natürlich dann auch wieder aufholen. Ja. Nur, ja. Also man muss den Leuten schon auch dann auch deutlich und klar sagen, dass sie halt das ja was sparen müssen, weil ihnen jetzt zu sagen, ja, du kannst jetzt auch 5 Euro sparen, stimmt zwar, kann man bei uns auch, ja, aber das gibt natürlich für deine Rente dann nicht wirklich weiter. Du fühlst dich dann vielleicht, aber wir wollen ja, dass die Leute nachher wirklich eine ordentliche Rente bekommen. Ja. Und nicht dann sagen, ach, hätte ich da mal mehr gespart. Ja. Wenn du mit 60 anfängst, dann noch 5 Jahre zu sparen, dann wird es halt relativ knifflig. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr dann. Da sollte man schon gut monatlich verdienen, dass man das da reinlegen kann. Genau. Ja. Das stimmt, ja. Jetzt gibt es ja bei allen Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen, die besser laufen als andere. Was ist denn bei euch so das Haupt- oder gibt es für euch ein Hauptprodukt, ein Kernprodukt, wo ihr sagt, das sind, was ich würde, zu 90% gekauft? Oder hat den größten Anteil? Ja, wir haben angefangen mit Riester. Ja, wir haben eben einen neuen Riester-Forscherplan aufgelegt, weil das eben ja sozusagen das Produkt war, was uns persönlich am nächsten lag. Riester hat ja in den letzten Jahren sehr viel schlechte Presse auch gehabt. Was aber unserer Meinung nach weniger daran liegt, dass das Riester vom Ansatz her, so wie der Gesetzgeber es vorgesehen hat, schlecht ist, sondern dass einfach viele von den Produkten, die es im Markt gab, zu schlecht waren. Und das ist ja genau das, was wir gelöst haben. Und das ist aber das älteste Produkt, mit dem wir Mitte 2014 gestartet sind. Hat auch sehr viel Presseaufmerksamkeit bekommen und das ist schon so das Hauptprodukt. Wir sind dann später mit weiteren Produkten an den Markt gegangen. Also es kam dann Rürup, zweite Standbein der privaten Altersvorsorge in Deutschland, etwas später und hat deshalb auch einen etwas kleineren Anteil, aber der wächst zunehmend stark bei uns auch. Gibt es im Rentenmarkt eigentlich auch ausländische Produkte, wie das jetzt auch bei, was weiß ich, anderen Kapitalprodukten oder Finanzprodukten der Fall ist, dass du dann irgendwie dir einen Rentensparplan aus Südamerika oder aus USA oder Asien oder sonst wo irgendwo kaufen kannst? Oder sind das wirklich alles rein deutsche Produkte und machen diese auch nur Sinn? Genau, also wir sprechen bei Altersvorsorge immer von den Vorsorgelösungen, für die der Staat eben gewisse steuerliche Anreize gibt oder bei Riester-Zulagen, ja, bei irgendeiner Art von Förderung. Und diese Produkte sind eigentlich immer lohnenswerter als andere Produkte, weil zumindest wenn ich ähnliche Kostenbelastungen habe, dann habe ich ja allein durch diesen Steuervorteil einen zusätzlichen Hebel, den ich bei einem anderen Produkt eben nicht habe. Ja. Und da ist eben in der Altersvorsorge in Deutschland alles speziell zugelassene Lösungen. Und das eben auch alles deutsche Produkte. Okay, gut, leuchtet ein, macht Sinn, ja. Du hast ja eigentlich zwei Jobs, wenn du es willst. Du hast ja einmal den Job als Unternehmer und einmal den Job mit deinem Produkt, mit der Altersvorsorge. Ich finde das immer, das sind zwei unterschiedliche Dinge, das, was man macht und das Unternehmersein an sich. Würdest du sagen, dass der Unternehmer sein dich wirklich so erfüllt, dass du das als Leidenschaft abhaken kannst? Ja, ich denke schon. Also das war auch was ich schon immer machen wollte. Ich wollte schon immer meine eigene Firma gründen. Es gab dann andere Dinge, die ich noch vorher machen wollte, aber es stand immer auf meiner Liste sozusagen. Und das macht schon Spaß. Ja. Also sich vorher erst nochmal kräftig austoben am freien Markt, bevor man sich dann fürs Leben bindet. Gibt es gewisse Parallelen, oder? Ja gut, wobei das jetzt natürlich hier wirklich, wirklich freier Markt ist. Ja. Also, ja. In einem großen Corporate arbeitet, ist es, glaube ich, weniger freier Markt. Das stimmt allerdings. Das wäre da eher andersrum. Zumindest was den Spaßfaktor und so angeht. Jetzt gibt es ja im Laufe von einem Unternehmensleben oder von einer Unternehmensgründung und auch Führung und so weiter, gibt es ja nicht nur tolle Momente, sondern auch mal Dinge, wo man sagt, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen oder da hat man wirklich einen richtig fetten Fehler gemacht. Hast du so mal wirklich einen gravierenden Fehler gemacht im Laufe deines Unternehmerlebens? Und wenn ja, was war das genau für ein Fehler und wie ist es dazu gekommen?
Ja, das sind vielleicht zwei Antworten. Die kurze ist, dass ich vielleicht auch früher hätte gründen können. Mhm. Wobei es, wie gesagt, eben auch noch andere Dinge gab, wie Trading. Das wollte ich vorher noch machen, aber... Was wolltest du machen? Eben im Handel arbeiten. Das war was ich auch machen wollte. Was hast du gesagt? Trading oder? Trading, genau, ja. Ah, okay, ich hatte das Wort noch nicht ganz verstanden, ja. Okay. Mhm. Das war halt schon was, aber trotzdem hätte ich auch eben auch früher gründen können. Mhm. Das wäre, glaube ich, auch nicht schädlich gewesen. Und jetzt bei CRD selbst, wir haben uns natürlich ein sehr großes, dickes Brett ausgesucht, ja, dass wir eben die Altersvorsorge komplett auch darstellen wollen, so im Cockpit auch, was wir jetzt auch können. Aber es waren eben jetzt auch 4,5 Jahre langer Weg. Und das ist was wir von Anfang an auch anders hätten planen können. Ja, also wir haben natürlich gedacht, wir wären da viel, viel schneller. Hätte man das vielleicht auch wissen können, dass es natürlich länger dauert und dann überlegen, ob man da irgendwas anders macht. Aber grundsätzlich war das der Weg, den wir gehen wollten. Und den sind wir dann einfach 4 Jahre lang auch, haben wir den auch durchgezogen. Ja, okay. Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, was war jetzt der Fehler? Weiß ich nicht. War jetzt kein... Ich bin, ach so. Also okay. War jetzt kein offensichtlicher Fehler. Ich frage mich nur, ob wir da Dinge hätten besser machen können, ja, in dieser Planung, in diesen 4 Jahren. Ja. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht so, ich sagen würde, okay, das war ein ganz klarer Fehler, da hätten wir irgendwie links abbiegen müssen statt rechts oder so. Okay, also seid ihr bis jetzt so von verschont geblieben, von wirklich größeren Missgeschicken? Ja, ich denke schon, ja. Sonst wären wir wahrscheinlich auch als Startup nicht mehr hier. Gut, kommt halt immer darauf an, wie schnell man den Fehler auch merkt, dass man Fehler gemacht hat und ob man den dann auch korrigieren kann. Ja, genau. Deshalb ist auch nicht klar, dass wir nicht doch irgendwelche Fehler gemacht haben, von denen wir nur noch nicht wissen, dass sie Fehler waren. Ja, vielleicht klar, das zeigt sich das erst in ersten Zukunft. Ja. Natürlich, klar, davon ist man nie gefeit, das ist richtig, ja. Was, auch wenn die Frage jetzt sich vielleicht ein bisschen blöd anhört, was glaubst du, warum ihr denn keine Fehler gemacht habt, oder keine großen Fehler gemacht habt? Was ist euer Geheimrezept da dran? Also abgesehen von viel Glück wahrscheinlich. Ja, gehört immer dazu, ja. Ja, muss man echt so sagen. Denke ich, dass wir uns als Gründer in diesem Dreierteam schon sehr viel austauschen. Und das hilft natürlich, ja. Also wenn man da immer auch gut halt ehrlich ist, dann kann man halt, da gab es schon viele Lagen, wo wir halt, oder wo ich jetzt vielleicht, wenn ich der Einzelgründer gewesen wäre, irgendwas gemacht hätte, was wir dann aber nicht gemacht haben, weil wir eben dann in den Gesprächen zu dritt andere Lösungen gefunden haben oder eingesehen haben, dass es vielleicht nicht der beste Weg gewesen wäre. Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass diesen Gründerteam unheimlich wichtig ist. Und du hast ja gesagt am Anfang, dass du selber mit der Idee kamst und dann einfach ehrlich zu dir selber warst und hast gesagt, ey, ich bin aber eine totale Niete, was Technik angeht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich brauche Leute, die sich mit sowas auskennen. Wie wichtig, glaubst du, ist die Rollenverteilung in einem Gründerteam? Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Also wenn ich jetzt 2 oder 3 Gründer habe, die alle den gleichen Background haben, einfach nur alle businessseitig sind zum Beispiel, dann ist es meiner Meinung nach schwieriger, ohne dass ich jetzt weiß, wie es dann wirklich aussieht. Aber das ist das, was ich manchmal sehe von außen. Ich sehe viele andere Startups mit guten Gründerteams, die eher auch immer eine diverse Rollenverteilung haben. Ja. Das kann dann nicht schaden, weil gerade am Anfang muss man sowieso alles selbst machen im Startup. Ja. Und dann hilft es natürlich, wenn man einen möglichst großen Bereich abdecken kann. Ja, das ist richtig. Ja gut, oft erlebt man halt bei Gründerteams von wegen, ja, die haben sich dann alle beim BWL-Studium kennengelernt, waren im gleichen Jahrgang und dann hast du da 3 Betriebswirte, die dann eine Firma rocken wollen, wo man sich denkt so, ob das clever ist. Es ist nur natürlich wichtig, dass man also auf der einen Seite nicht weiß, was man halt kann und was man nicht kann. Dass man aber dann, wenn die Firma größer wird, auch merkt, dass selbst die Dinge, die man kann und die man gut kann, die man dann vielleicht auch besser kann als alle anderen, dass man dann trotzdem auch anfängt, diese Dinge dann trotzdem abzugeben an andere, ja, weil man eben sich neue Aufgaben suchen muss oder es neue Aufgaben gibt, die man machen muss als Gründer. Und das ist dann so ein bisschen, sagen wir, der Nachteil von einem Gründerteam, das halt viel abdecken kann,
muss dann natürlich trotzdem lernen, dass ich weniger selbst machen muss. Klar, ja. War das für euch schwer? Das war zunächst schwer, ja. Also, als wir das Team stark ausgebaut haben, war das auf jeden Fall ein Knackpunkt, dass wir da doch ein, zwei Runden drehen mussten, um mal zu sehen, wie wir das Team dann auch aufbauen und welche Dinge wir abgeben können und müssen. Ja. Was war für dich persönlich der schwierigste Part, den du aus deinem Bereich abgeben musst oder nicht musstest, aber abgegeben hast? Ja, für mich war das eher einfacher, weil ich so als BWLer sowieso eher faul bin. ich glaube, das war eher für meine Mitgründer etwas schwieriger, weil sie immer die ganze technologische Seite machen. Da dann so ein bisschen auch die Dinge abzugeben und andere machen zu lassen, ist, glaube ich, insgesamt etwas schwieriger, als auf der Business-Seite jemand anderen jetzt irgendwie den Rechnungseingang zu machen, also machen zu lassen. Also. Okay, also fiel dir nicht wirklich schwer? Bei mir war es nicht so schwierig, bei mir war es aber eben auch naheliegender, was jetzt diese rein BWL-Tätigkeiten angeht. Wie war das oder wie ist das für dich in Bezug auf Mitarbeiterführung? Bist du so ein totaler Kontrollfreak, der am liebsten jedem über den Bildschirm guckt und sagt, ah, das geht aber effizienter oder so? Oder bist du jemand, der eher total relaxed ist und sagt, ja, Jungs, Mädels, macht mal, da kriegt ihr schon hin? Ja, so, das versuche ich meistens. Machst du das über die Schulter gucken oder das relaxed sein? Nee, das eher locker angehen und hoffe dann, dass Leute dann einfach dann liefern. Nur in dem Moment, wo ich merke, dass sie es vielleicht nicht liefern und das halt nicht schnell genug geht für meinen Geschmack, was eigentlich immer der Fall ist, dann fange ich dann auch schon mal an, mich dann eher einzumischen und dann wird es dann natürlich eher kleinteilig. Ne? Das ist dann immer so die Kehrseite davon. Ne? Ja. Aber ich versuche mich natürlich eher da rauszuhalten, weil ich auch weiß, dass es natürlich eigentlich nicht viel bringt. Ne? Das stimmt, ja. Personalmäßig bisher Glück gehabt? Im Großen und Ganzen schon. Ich finde, wir haben ein super Team. Aber nicht jede Einstellung fruchtet. Also klar, ja gut, das ist normal. Also gerade wenn man das Team irgendwann mal so wächst, wie es bei euch, dass man hier, was weiß ich, irgendwann über 20, 30 Leute oder so hat, dann hast du immer mal welche dabei, wo man sagt so, weiß nicht. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass es auch hilft, wenn man weiß, was man als Firma tun will und es vielleicht noch um etwas größere Sache geht, als jetzt nur die nächsten 5 Kunden zu gewinnen. Wir wollen eben, dass die Altersvorsorge besser wird in Deutschland und das, glaube ich, treibt auch das Team insgesamt und führt dann auch dazu, dass gute Leute für uns arbeiten wollen. Cool. Hast du eigentlich auch mal so Tage dabei, wo du mal keine Lust hast, irgendwas zu tun, also businessmäßig? Und wenn ja, wie schaffst du es, dich aufzuraffen? Gibt es eigentlich ganz selten. Also da ich das ja freiwillig mache, was ich hier mache, gibt es da auch keinen Grund, dass ich das nicht machen will. Wenn das doch so ist, dann ja, also gibt dann auch nicht viele andere Möglichkeiten. Ne? Ich meine, wenn man als Gründer gewisse Sachen muss man eben selbst machen, die kann einem keiner abnehmen und wenn man sie nicht macht, dann bleiben sie liegen und das ist dann auch oft wichtige Dinge. Also da gibt es dann gar nicht die Möglichkeit, dass man einfach mal nichts tut. Ja. Okay, das heißt, wie schaffst du dich dann zu motivieren? Ist dann eigentlich selten das Thema. Kann wirklich mal sein, wenn jetzt einfach die Arbeit der Schrift irgendwann zu viel wird, dann ist das schon mal auch so ein Anzeichen dafür, dass man sich vielleicht mal ein bisschen mehr Freiraum auch wieder schaffen muss. Und dann ist eher das, was ich dann sage, okay, muss ich jetzt halt durchziehen und danach muss ich dann auch mal vielleicht mal einen halben Tag frei machen oder mal abends ein bisschen früher nach Hause gehen. Und das hilft dann auch, dass man ein bisschen den okay. Druck nimmt, ja. Also die gute, traditionelle deutsche Disziplin. So. Also ja, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Das auch, aber dann eben auch dann im zweiten Schritt dann eben auch so ein bisschen wieder loslassen. Ja, klar, das ist auch wichtig. Genau. Ja, also wer merkt,
Genau, wenn man völlig vom Bord da durchrennen. Ne? Genau, wenn man merkt, der Druck wird zu groß, dann das auch wirklich erkennen und sagen, okay, kurz mal stehen bleiben, mal rechts, links gucken, was passiert hier gerade, Lage analysieren und dann dementsprechend handeln, damit es eben nicht wieder vorkommt. Genau, genau, so ist es. Aber in dem, sagen wir, in dem konkreten Problem hilft dann, wie du sagst, eigentlich dann nur, dass man da trotzdem durch muss. Ja, also gibt keine andere Möglichkeit. Oft ja, das ist richtig, ja. Aber das Gute ist halt, wenn man das dann erkennt, dass das auch hätte anders kommen können, dann ist das ja schon wieder viel wert gewesen, weil dann weiß man, okay, da und da war jetzt vielleicht der Fehler oder da hätte ich optimieren können, dass es eben nicht passiert wäre. Und dann weiß man es fürs nächste Mal, wenn man daraus lernt. Genau. Okay, cool. Jens, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem Satz zu antworten. Bist du bereit? Ja, los geht's. Alles klar. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Ja, wie ich schon gesagt habe, dass ich eben noch andere Dinge tun wollte, wie eben Trader zu werden. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Tatsächlich dann die Gründung auch zu machen, also dann tatsächlich dann den Schritt auch zu wagen aus dem Konzern, aus der Konzernwelt raus zum Gründen. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Wahrscheinlich das eben angesprochene Durchziehen von Tätigkeiten, die dann einfach, die man dann einfach machen muss. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Wahrscheinlich das Gleiche. Okay. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? In meinem Team, wenn man konstant gute Leistungen liefert. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Also da wir immer noch Startup sind, kann man auf die Frage eigentlich noch keine Antwort geben, weil das muss ich erst noch zeigen, ja, wie erfolgreich wir werden. Ja, aber das, was euch bis jetzt hierhin gebracht hat, was würdest du sagen, war da der wichtigste Schritt? Das Teamwork im Gründerteam. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern Kamingespräch führen und worüber würdest du mit der Person reden wollen? 2008 im Banking gearbeitet in London, als da die ganzen großen Bailouts waren der amerikanischen Banken. Und da würde ich gerne mal mit einem der Beteiligten sprechen und mal hören, was da wirklich abgelaufen ist, wie das so war. Sag mir Bescheid, wenn du es rausgekriegt hast, würde mich auch interessieren. Habe ich einen Blog zu. Gut. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Dass man mit seinem Leben glücklich ist. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Soundcloud, weil ohne Techno kann ich oft nicht arbeiten. Okay. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ja, also ich habe viele Bücher von Dr. Strunz gelesen. Es geht da eben viel um gesunde Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, damit man fit bleibt. Hast du so ein absolutes Favorite-Buch von ihm? Da kann man nicht alle lesen. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ich würde mal gerne länger durch Japan reisen. Okay, wie kam es dazu? Oder wie kommst du dazu? Eine bestimmte Geschichte dahinter? Nö, aber ich find Asien spannend. War schon häufiger in Asien, aber habe noch nie so die Zeit gefunden, da wirklich mal in Japan einzutauchen. Ja, okay. Ja, also hört sich spannend an, auf jeden Fall. Cool. Jens, für den Abschluss des Interviews habe ich mir noch eine spezielle Frage ausgedacht und bin da echt nochmal auf deine Antwort gespannt. Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Gute Frage. Im Großen und Ganzen wahrscheinlich der erste Tipp, das wahrscheinlich alles wieder so zu machen. Das war eigentlich im Großen und Ganzen so wie ich es gut finde. Und dass man einfach das konsequent das machen sollte, worauf ich jetzt quasi Lust habe, ja, was ich spannend finde, und mir über den Rest relativ wenig Sorgen machen sollte. Okay, also einfach den Spaß an der Sache haben, also Spaß nicht verlieren, also erstmal überhaupt
nicht sich zu verbiegen, irgendwas machen, was man gar nicht will, sondern das machen, was einem Spaß macht, genau. Und dabei auch noch relaxed bleiben, so nach dem Motto, alles wird gut. Genau, also wenn man jünger ist, macht man sich ja doch eher häufiger Sorgen, ob das jetzt das Richtige ist, ja, von Studienwahl bis zum ersten Job und so weiter. Und das sollte man eigentlich relativ locker angehen, glaube ich. Ja gut, man bekommt halt so oft gesagt, von wegen nach dem Motto, lern was Gescheites, dann wird aus dir was. Und ich kenne es halt noch so von meinen Eltern her noch, da kam halt oft so dieser, auch so klassische Sätze wie Handwerk hat goldenen Boden und so dieses, ja, was man von der älteren Generation dann mitbekommen hat, was man auch groß nicht hinterfragt hat, sondern einfach als gegeben angenommen hat, da hat man gedacht, okay, das, die haben ihre Erfahrung, wird schon so sein, aber die Zeiten ändern sich ja doch heutzutage sehr schnell. Genau, wenn man dann was anderes macht, als man da mitbekommt, dann ist es natürlich erstmal schwierig, ne, wenn man jung ist. Ja, das ist richtig. Hattest du irgendwie teilweise Rechtfertigungsgründe, wo du das Unternehmen gegründet hast, dass deine Eltern oder Familie gesagt haben, von wegen, Junge, bist du wahnsinnig, du hast da so einen tollen Job? Zunächst teilweise, aber es lag eher daran, dass meine Eltern auch ihr Leben lang Firmen aufgebaut haben. Ach so, ja gut. Und, halt genau wussten, wie quasi hart das ist und nicht richtig nachvollziehen konnten, warum ich mir das auch noch antun will. aber als sie dann merkten, dass es schon ernst ist, war das auch gar kein Thema mehr. Also, Ja, okay. Nee, weil oft hat man das ja, also dieser klassische Spruch von wegen, aber du hast doch so einen sicheren Job, Junge oder Mädchen, warum machst du denn? Ja, genau, aber eben aus anderen Gründen, als es vielleicht sonst der Fall ist. Also, ja. Weil sie eben die andere Seite kannten. Ja. Gut, dann ist das wahrscheinlich leichter, da zu argumentieren oder tritt man eher auf Verständnis, ja. Ja. Cool. Jens, hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Coole Gründerstory, die ihr hingelegt habt. Echt klasse. Ich drücke euch für die Zukunft echt beide Daumen. Hoffe, dass ihr natürlich keine Investorenrunden mehr braucht. Wenn ihr welche braucht, dann, dass ihr einen guten Deal daraus holt. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Ich meine, als Tipp muss ich jetzt natürlich sagen, kümmert euch mal um eure Altersvorsorge, ja, sei es bei uns oder woanders, aber macht es einfach. Und erreichen könnt ihr mich und auch das ganze Team auf unserer Homepage www.fair.de mit Doppel-R oder auf Facebook, Twitter, überall eigentlich, wie ihr wollt. Okay, wunderbar. Ich glaube, das war nochmal wirklich wichtig, dass du es auch nochmal gesagt hast, um die Altersvorsorge zu kümmern, weil es ist einfach ein Thema, es ist einfach unsexy. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt spannendere Themen, aber es gibt kaum Thema, was wichtiger ist. Also von daher kann ich das so bestätigen und auch jeden ermutigen. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Nummer 527 in das Suchfeld ein oder den Namen Jens Jennissen oder das Wort Altersvorsorge und kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Schau dir auf jeden Fall fair.de an. Wir verlinken das natürlich auch nochmal hier in den Shownotes, ganz klar. Auch mit den Kontaktdaten von Jens. Du kannst auf fair.de dir auch so kostenlos Online-Rechner dir ausprobieren, einfach mal ein paar Szenarien mal durchspielen. Und ja, kann ich dich nur zu ermutigen, das zu tun. Wie gesagt, wir verlinken alles in den Shownotes. Jens, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Schönes Thema. Ja, Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Danke dir, Tom. Cool, danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.